zeigen, wie man mit lufttrocknender Knetmasse auch ganz feine Motive in Silikonformen ausformen kann, die ganz einfach herausholen kann und sie dann verarbeiten. Ich arbeite am allerliebsten mit Harti, weil der Vorteil von Harti ist, dass man eine Form nicht am Stück hier hineindrücken muss, sondern dass man wirklich auch kleine Stücke nehmen kann und sie sich trotzdem miteinander verbinden. Man muss auch nicht großartig vorher kneten, sondern man kann einfach nur kleine Stückchen der Reihe nach hier in diese Form hineingeben. Das verbindet sich sofort zusammen und dann ist diese Form theoretisch schon ausgefüllt. So, jetzt ist die ganze Form gefüllt und jetzt lege ich sie ins Gefrierfach für circa eine halbe Stunde. So, jetzt habe ich sie rausgeholt. Sie waren ungefähr 45 Minuten im Tiefkühlfach und jetzt kann ich Ihnen zeigen, jetzt sind die richtig hart, also nicht weich, wie sie vorher waren, jetzt sind sie richtig hart. Und man kann sie ganz einfach auslösen. Das heißt, jetzt holt man sie raus, jetzt legt man sie einfach auf einen flachen Untergrund, weil sie tauen ja jetzt wieder auf. Auch hier sieht man ganz wirklich absolut perfekt rausgeholt. Jetzt lege ich sie einfach auf einen flachen Untergrund und lasse sie aushärten. Selbst diese ganz, ganz feinen Teile hier lassen sich perfekt rausholen, obwohl ich kein Trennmittel oder sowas benutzt habe. Wenn man sich das anschaut, die sind alle absolut perfekt ausgelöst. Und bevor sie wieder weich werden, lege ich sie jetzt hin und lasse sie am besten einen ganzen Tag lang trocknen. Wenn das komplett getrocknet ist hier sind Teile, die ich gestern gemacht habe, jetzt sind die trocken. Und die sind hart, also und gleichzeitig aber flexibel. Ich kann die wirklich hier in alle Richtungen biegen. Am besten nehme ich mal das breitere, da sieht man das besser. Ich kann auch das nochmal als Beispiel. Ich habe extra mal angemalt, alle beide. Und das eine ist jetzt hier, das ist Resin und das ist Harti. Und da ist also wirklich so gut wie überhaupt kein Unterschied zu sehen. Musik.